Ja, herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Ich bin hier in Senja in Norwegen. Das ist ca. 3 Stunden von Tromsø entfernt, falls euch das was sagt, das ist sehr bekannt. Ich bin hier mit einem guten Bergführerfreund von der Firma Bergfieber, heißt die, der Tassilo. Und ja, wir sind hier eigentlich zum Skitouren gehen. Ein bisschen die Insel, die ist noch ziemlich unbekannt, erforschen. Schauen, wo es schöne Abfahrten gibt. Und ja, was macht man aber dann sonst, wenn man in der Früh erst um 8 Frühstück hat? Oder wenn es in der Früh erst um 8 Frühstück gibt, man geht zum Fotografieren. Ja, hier habt ihr schon im Hintergrund gesehen, hier ist so eine kleine Bucht. Das ist eigentlich unsere Ausgangsstation, von der wir immer losfahren. Und ja, ihr seht schon im Hintergrund, geht über den Bergen die Sonne auf. Das habe ich vorher schon mit eingefangen. Ich wollte jetzt erstmal in Ruhe fotografieren und euch dann kurz das Ganze hier erklären. Genau, ich habe hier einmal Fotos gemacht und auf der anderen Seite war so eine kleine Bucht, wo immer das Wasser so schön reingeflossen ist. Das sah ziemlich schön aus. Hier hatte man noch das Coole, da sind die Steine, über das Wasser immer hochgeflossen ist und dann so langsam runtergelaufen ist. Und auch im Hintergrund da kommt dann immer so eine Welle, die immer schön über den Stein rüber springt. Das schaut auch ziemlich cool aus. Ich zeige euch einfach mal beide Fotos, dann könnt ihr euch ein Bild machen, was ich gerade erklärt habe. Genau, ich werde einfach immer so ein bisschen von, also wenn ich zum Fotografieren gehe, was dazu erzählen, vielleicht auch mal nicht. Vielleicht zeige ich einfach auch nur die Fotos. Ich weiß es noch nicht, wie ich das gestalten werde. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß. Ich weiß, dass ich es haben werde, weil die Landschaft hier einfach unglaublich ist. Die Berge sind fantastisch. Es ist einfach, ja, Norwegen pur. Anders kann man es nicht beschreiben. Ja, viel Spaß! So wie ihr jetzt hier im Hintergrund schon sehen könnt, das sind die sogenannten Teufelsspitzen. Von denen habe ich jetzt ein paar Ansichten gemacht. Einmal mit dem Eis im Hintergrund, also im Vordergrund habe ich hier Eisplatten. Einmal habe ich hier im Wasser Tümpel, sage ich jetzt mal. Das Gute ist, wir haben jetzt hier gerade Ebbe. Von dem her habe ich keine Angst, dass irgendwie Wasser kommt und mich jetzt gleich wegspült. Das Licht ist leider schon jetzt da weg an den Spitzen. Ich habe aber noch Gott sei Dank das so erwischt, dass ich das letzte Licht auf den Teufelsspitzen hatte. Und wie ihr sehen könnt, links auf dem Meer eine grandiose Wolkenstimmung, einfach bombastisch, genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Und ja, ich zeige euch jetzt am besten einfach das Foto. Ich bin sprachlos. Anders kann ich es echt nicht sagen. Ich war abends nochmal an dieser gleichen Stelle und wollte Polarlichter fotografieren, weil für den Abend extrem starke Polarlichter angesagt waren. Gesagt, getan, bin hingefahren, konnte aber leider nicht filmen, weil es natürlich dunkel war. Und ja, es war einfach bombastisch. Es war der ganze Himmel grün und man steht halt da am Meer, das Meer rauscht und einfach alles leuchtet. Das ist einfach ein unwirkliches Erlebnis gewesen. Es waren zwar leider noch mehr als genug andere Fotografen an dem Spot, weil das ist ein recht bekannter Aussichtspunkt dort, aber nichtsdestotrotz einfach fantastisch und atemberaubend. Also man kann es nicht beschreiben, man muss es selbst gesehen haben. Ich möchte euch trotzdem einfach die Fotos zeigen, damit ihr so einen kleinen Eindruck vielleicht bekommt, wie das für mich gewesen sein könnte.
So, vielen Dank fürs Anschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mein kleiner, aber ziemlich verspäteter Vlog von Norwegen. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich. Und hoffentlich auch bald.